Jo, moin. Mähwerk steht drin in Einzelteilen. Hier ist der ganze Rest noch, alles zerlegt immer noch vom letzten Mal. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir den Mähbalken auseinanderkriegen und sehen mal dann, wie es von innen aussieht, was da wirklich kaputt ist. Also Welle wissen wir ja, aber vielleicht sind noch irgendwelche Lager mit dran und das finden wir heute mal raus. So, die Teller habe ich schon mal angelöst, beziehungsweise bis auf den ganz linken habe ich die Muttern schon mal alle runter. Das sind Kronmuttern, nochmal scharf machen. Ja, Kronmuttern sage ich schon, das sind so eine Nutmuttern. Die habe ich dann mit dem Meißel, wie man sieht, ja, das ist mein Fokus, mit dem Meißel hier runtergekloppt und schön sieht es nicht mehr aus, aber was will man machen, ne? Anders geht es nicht. Die habe ich schon mal auseinander und da hinten. Den müssen wir gleich noch, da wirkt gerade noch ein bisschen Rostlöser ein. Der dritte Teller, da habe ich auch mit Rostlöser gearbeitet. Ach, nochmal hier. Ah, so, genau. Beim dritten Teller habe ich auch mit Rostlöser gearbeitet, der war ein bisschen fest. Die anderen gingen gut runter und wollen wir mal gucken, wie wir das runter weitermachen können. Im Prinzip können wir die dann so abziehen und dann geht's weiter. So, jetzt sitzen wir hier vor den Tellern. Der vierte, das ist keine Nutmutter, das ist eine ganz normale Schraube drin. Das ist relativ einfach gelöst. Hier im zweiten. Wollen wir schon mal gucken. Weg ist er. Natürlich super, wenn man es durchs Display guckt, dann sieht man das nicht so gut. Das ist. So sieht es unten drunter aus. Die Abdeckung, schon ein bisschen Rostmürbe, aber das schleifen wir schön aus, wird lackiert und dann passt das wieder. Und hier sieht so sieht der Teller aus. Erstes haben wir hier natürlich schon mal eine Schraube, die abgeschert ist. Von dem Messerhalter hier, der sitzt nämlich auch auf 7,5. Die hat sich dann beim Crash wohl abgeschert. Also mal gucken, ob wir den Messerhalter noch retten können oder ob der auch neu muss. Aber das sehen wir dann, wenn es auseinander ist. Als erstes müssen jetzt erstmal die restlichen Bleche runter. Das machen wir gleich mal. Und dann versuchen wir uns mit dem Abzieher. Was ich hier noch gesehen habe, leider. Da hat der Rost zugeschlagen. Aber da müssen wir mal gucken. Da können wir von innen Blech hinterlegen und dann verschweißen wir das. Das kriegen wir schon irgendwie zu, denke ich. Weil kaufen kann man die Teile nicht mehr. Deckel sind alle runter. Der vom vierten Teller hinten hat sich doch als schwerer erwiesen als gedacht. Weil, oh, einmal Fokus umstellen. Ich dachte eigentlich, dass nur hier oben Schraube drin ist. Aber von unten waren auch noch vier. Eine ist abgerissen und die anderen drei waren so schweinefest, das war einfach nur Kacke. Und das größte Problem bei der Sache war, man ist ja nicht mit dem Schlagschrauber oder irgendwas rangekommen, sondern nur mit dem Schlüssel. Und das bei so richtig festgegammelten Schrauben nicht so schön. Aber wir haben es geschafft. So, nochmal darauf scharf stellen. Und werden mal gucken, dass wir die Teller mit dem Abzieher runterkriegen. Und dann sollte eigentlich die Welle raus, denke ich, als nächstes. Zumindest das erste Stück vorne, vom ersten Teller hier vorne. Und dann der erste Teller raus und dann, also der Antrieb vom Teller raus. Und dann mal gucken, wie das da unten drin aussieht. Weil bei meinem großen Kuko die Finnen unten zu breit sind, muss ich jetzt hier so einen kleinen Billigabzieher nehmen. Weil er so klein ist, muss ich leider direkt in die Bohrung gehen, wo normalerweise später Gewindestift eingeschraubt wird, über den man den Teller wieder aufzieht auf die Welle. Müssen wir gucken, ob es heil bleibt. Wenn nicht, dann schneiden wir das Gewinde irgendwie nach. Das kriegen wir schon gerettet, denke ich. So schlimm ist das alles nicht. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir es abgezogen kriegen. Und ich denke, das sieht sogar ganz gut aus. Jetzt fällt hier auch noch die Hälfte um. So, ich denke, das hat schon mal funktioniert. Und wo ist, welcher ist es? Dieser hier. Hier haben wir auch schon das erste Opfer von unserem Crash.
dieser Messerhalter. Da ist hier unten drin sind zwei Schrauben, zwei sogar tatsächlich. Hier sind noch die Gewindereste mit den Muttern. Sind beide hier abgeschert. Der Messerhalter, der Pin ist ein bisschen im Armer, den kriegt man einzeln. Müssen wir mal gucken, ob wir den richtig kriegen, aber ich vermute nicht. Auf dieser Seite, der seine Kanten ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber ansonsten geht das noch. Und unten drin der Antrieb, der hat da nichts abgekriegt, so wie es aussieht. Der sieht noch gut aus. Aber bevor wir den rausziehen können, müssen wir erstmal die Welle raus haben. Und dafür ziehen wir erstmal die restlichen Teller ab. Die ersten beiden habe ich runtergekriegt, die anderen beiden weigern sich. Mein Billigabzieher löst sich auf, was ich eigentlich gehofft habe, dass das irgendwie durchsteht, dass das Ding nichts taugt, ist klar, aber gut, jetzt ist es so, der Kuku ist zu breit, da muss ich für die beiden da hinten nochmal einen anderen Abzieher besorgen. Da werde ich aber auch noch was auftreiben können und jetzt werden wir uns erstmal dran machen, die Welle rauszuziehen, also das Stück, was bis hier geht, das ist ja dann abgerissen. Und dann können wir den ersten Teller rausnehmen und dann sehen wir, ob wir die anderen rauskriegen. Also den hier und die beiden müssen wir dann sehen. Für die Welle drehen wir den Kumpel da unten jetzt raus und dann können wir da mit dem Gleithammer die Welle rausziehen. Gleithammer habe ich nicht, aber eine andere gute Idee. Und das machen wir gleich, aber erstmal den Verschluss auf. Ich habe jetzt diese Kugel rausgefummelt, die jetzt davor einfach mit einem Magneten gezogen, kein großes Ding. Ich habe noch meine Wanne drunter gestellt, falls es doch nochmal tropfen sollte, aber war ja eigentlich kein Öl drin. Aber für die Welle haben wir normalerweise einen Gleithammer. Ich habe jetzt eine Gewindestange eingedreht und habe, Gott sei Dank, einen Vorschlaghammer mit Wuchtbohrung, damit man sauber schlagen kann. Nee. Keine Ahnung, warum da ein Loch drin ist, aber jetzt gerade passt das natürlich ganz gut. Dann können wir damit die Welle ausziehen. So, Mutter drauf. Und jetzt. Ganz einfach die Welle raus. Zumindest so weit wie es geht. Eieiei. Ich muss sagen, die sitzt doch ganz schön stramm. Dann werden wir nochmal mit dem Hammer ein bisschen klopfen. Das kann sein, dass die Bruchstelle jetzt natürlich einen Grat hat, der innen nicht ganz durch die Führung in den Lagern geht. Und deswegen muss ich mal ein bisschen nachhaken. So, jetzt hat sie verloren. Und siehe da, eine Bruchstelle. Nicht so schön, aber tatsächlich gar kein Grat. Weiß gar nicht, warum sie so schwer durchging. Aber das Gegenstück von der Welle hängt halt noch drin. Und ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich geirrt, weil die Schweißnaht war hier. Ist direkt neben der Schweißnaht gebrochen. Hier innen erkennt man noch schön, wie weit er runtergeschliffen wurde für die Kehle, damit man einen richtig schönen tiefen Einbrand hat. Tja, was soll ich sagen? Das muss auf jeden Fall neu. Nochmal schweißen bringt nicht viel, aber wir sehen ja, bricht an derselben Stelle. Ich war eigentlich der Meinung, dass die Schweißstelle auf der anderen Seite ist. Aber gut, offensichtlich nicht. So, das ist der Antrieb. Ja, schon direkt reingerieselt, ist nicht so schlimm, müssen wir eh sauber machen. Hier über diesen Winkel wird um Teller angetrieben und der ist schon gar nicht mal so leichtgängig, merke ich gerade.
Da kann schon sein, dass das ein oder andere Lager ein bisschen gefressen hat. Da müssen wir mal sehen, wie das später aussieht. Auf jeden Fall hier drin komme ich noch nicht an die Welle. Also den nächsten aufmachen. Da war doch glatt wie eine Schraube schief und krumm geprügelt oben schon. Sachen gibt's. Nur mal gucken. Tja, der Kollege will noch nicht, weil der noch in der Welle drin hängt. Nur mal schauen, ob wir drüben an dem anderen Ende die Ölablassschraube rausdrehen und von da aus vielleicht die Welle ein Stück durchgetrieben kriegen. Das mit der Ablassschraube hat sie jetzt Nullnummer erwiesen. Aber ich habe jetzt hier vorne meine Gripzange drin stecken, die ist natürlich immer mal wieder ab. Aber die wird auf der Welle verspannt. Und schon lässt sich das alles rausziehen. Ja, schlechter als recht. Aber es geht. Nur der Gripzangenzudruck da drin ist natürlich nicht so einfach. So. Weiter geht's. Und schon wieder gerutscht. Müssen wir sie noch ein bisschen enger stellen. Das fühlt sich gut an. Ja, rein damit und weiter geht's. Ich hoffe, ich kriege die dann noch raus, wenn die Welle hier vorne ist. Weiter geht's. Da kommt die Welle. Offen ist sie. Glück gehabt. Welle gerettet. Gripzange. Jetzt können wir die Welle selber greifen. Und dann geht das auch viel besser zum Hämmern. Wir stoßen an. Das heißt nichts Gutes. Daraus lässt sich eigentlich schon fast schließen, dass der Balken krumm ist. Und das ist natürlich eine nicht so schöne Angelegenheit. So. Ich denke, ich werde für heute aufhören. Macht jetzt wenig Sinn mehr. Ich kriege die Welle da aktuell nicht raus, dafür musste erstmal der Winkeltrieb hier an der Seite runter. Der Kollege, wenn ich den runter habe, kann ich die Restwelle rausholen. Problem ist bei der ganzen Sache, wir sind hier am... Wir sind hier an dem Loch, sind wir oben angeschlagen beim Raustreiben der Welle. Jetzt sind blöde Kamerazeiten. Als wir die Welle rausgetrieben haben, sind wir oben angeschlagen. Das heißt, wahrscheinlich macht der hier einen Knick runter. Es könnte natürlich auch sein, dass die Welle krumm ist, aber dann hätte sich das geändert, wenn ich die Welle drehe. Das hat sich nicht. Also ich nehme an, dass der Mähbalken krumm ist. Richtig feststellen können wir das erst, wenn wir die restlichen Teller raus haben. Das heißt, als nächstes machen wir den Winkeltrieb runter, aber nicht mehr heute, weil es ist schon wieder Sonntagabend und ich kann nicht immer Sonntagabend so viel arbeiten. Die Nachbarn werden dann auch einfach mal bekloppt. Und deswegen danke fürs Zusehen und tschüss.